dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halte auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlange es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leiden Sünden in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden, in reichem, vollem, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Das ist nicht das Evangelium des heutigen Tages, weil wir als franziskanische Gemeinschaft heute eine große, auch franziskanische Heilige, die Schutzpatronin des Dritten Ordens feiern, die heilige Elisabeth. Der letzte Absatz scheint mir der Grund zu sein, warum dieses Evangelium heute genommen wird, dieses Geben in reichem, vollem, gehäuften, überfließenden Maß. Elisabeth ist nicht alt geworden, 24 Jahre. In 4 Jahren hat sie schon letztlich ihr Zuhause verloren, weil sie auf die Wartburg kam, um damals schon mit dem König Ludwig verheiratet zu werden, was dann mit 14 auch passiert ist. Das Glück oder der Segen war, dass diese beiden, die sich von Kindheit an kannten, wirklich gut harmonierten und eine gute, erfüllte Ehe führen konnten. Elisabeth hat in ihrem Leben viel an Schwierigkeiten erfahren, weil aus welchem Grund auch immer ihre Liebe zu den Armen sehr groß war. Ich habe mir gedacht bei dem heutigen Evangelium, das im Grunde der Bergpredigt bei Matthäus entspricht. Da heißt es am Anfang: Euch, die ihr mir zuhört. Finde ich eine ganz tolle Aussage, wo ich mich gleich auch fragen muss: Bin ich jetzt eine, die zugehört hat? Ich kenne die Worte, wahrscheinlich viele von uns. Dann ist am Anfang: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich. Da ist von vornherein angesprochen, dass wir, ich sage jetzt mal, Antennen brauchen. Liebe Apparaten, wenn die Antenne nicht gut ausgerichtet ist, ist das Wort nicht klar. Und dann sind da viele Punkte, wo ich mir denke,
Das ist in der Realität recht schwer zu verwirklichen. Die Segne, die einen verfluchen, mehr geben, den Mantel, wenn jemand mir das Hemd wegnimmt, nichts zurückzuverlangen, nicht nur die lieben, die mich lieben. Dann bin ich die Gedanken so meinen Alltag durchgegangen und habe mir gedacht, wenn sich jemand beim Einkaufen nach vordrängt, bei der Kasse, gehe ich einen Schritt zurück und sage zu ihm, zu ihr, ich glaube, Sie haben es eilig, gehen Sie ruhig nach vor. Wenn ich, meistens fahre ich mit dem Ofen, aber es ist auch egal, mit was ich fahre, also wenn ich selber unterwegs bin, auch mit dem Auto, und jemand will einbiegen, ich weiß, eine Person muss ich hereinlassen, bleibe ich stehen und lasse ich zwei Autos herein. Wenn jemand nicht freundlich ist, mich nicht anschaut, ich bei der Person, so jemanden habe ich immer am Schulweg, vorbeigehe, sage ich mit einer großen Konsequenz immer wieder Guten Morgen. Und hatte diesmal auch den Erfolg, diese Frau grüßt mich inzwischen auch. Ich treffe sie fast jeden Tag am Weg in die Schule. Das, was ich tue, ist das etwas mehr als das, was meine Pflicht ist. Ich weiß, dass die goldene Regel eine wirklich tolle Regel ist. Alles, was ich mir von anderen erwarte, soll ich auch ihnen tun. Nicht die verminderte Form, die wir als Sprichwort kennen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, sondern wo Erwartungen sind. Gehe ich diesen Schritt voraus und gebe etwas, auch ohne etwas zurückzuerwarten. Mir ist ein Bild eingefallen, wo ich mir gedacht habe, es geht um das Mehr, es geht um das Übergebühr, um das Extra. Etwas, was nicht sein muss. Und ein Bild, das mir heute dazu gekommen ist, ist die Nachspeise. Es braucht keine Nachspeise, um leben zu können. Und trotzdem ist es schön, eine Nachspeise zu bekommen. Etwas, was das Ganze noch ein bisschen extra macht, etwas Besonderes macht. Die heilige Elisabeth ist die Patronin der Nächstenliebe und ihre Nächstenliebe hat vor allem den Armen gegolten, sicher nicht nur, auch den Menschen am Hof, wo sie vieles mit Geduld aushalten musste. Vielleicht ist es heute möglich, ich weiß nicht, ob wir eine Nachspeise essen werden, aber vielleicht ist es möglich, heute auch das eine oder andere zu tun, was nicht sein müsste. Dass ich, wenn ich jemandem eh schon einen Euro schenke, vielleicht auch noch ein paar Worte wechsle. Dass ich vielleicht etwas, was mir Ärger bereitet, nicht dabei stehen bleibe, sondern sage, lieber Gott, ich ärgere mich zwar jetzt über diese Person, aber bitte segne sie. Vielleicht kann die Nachspeise heute nicht nur beim Essen sein, sondern auch bei anderen Dingen, die wir am heutigen Tag tun. Und das wünsche ich uns.